Lustig, ich habe erst vor ein paar Tagen eigentlich zu einem Freund gesagt, dass ich zu radikaler Solidarität erzogen wurde. Und er hat dann ein bisschen unwirsch reagiert, weil er gedacht hat, jetzt geht es schon wieder um Identity Politics. Und ich musste ihm dann erstmal erklären, dass das auch bedeutet, dass gegebenenfalls in einer bestimmten Situation ich mich mit ihm solidarisch erklären würde, obwohl in Anführungsstrichen ein weißer und nicht mehr ganz junger Mann ist. Und ich habe natürlich dementsprechend viele Erfahrungen mit dem Geben oder Einfordern von radikaler Solidarität und habe das jetzt zigfach versucht, in einen 3-Minuten-Film zu bringen, aber hat nicht geklappt. Insofern möchte ich nur kurz anmerken, dass ich es eine interessante Parallele finde, dass wir als KünstlerInnen ja genau das machen müssen, nämlich uns radikal solidarisieren mit dem jeweiligen Sujet oder Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und auch wenn ansonsten diese Selbstaufgabe bis zur Selbstauflösung hin manchmal gefährlich sein kann oder auch einfach nicht geliefert werden kann zwischenmenschlich, dann ist es in dem Fall wirklich teilweise notwendig, jetzt man komplett in einem Thema aufgeht, auch wenn das so ein bisschen Klischee ist. Und ja, ich finde es ganz interessant in dem Zusammenhang, wenn ich das auf politische Kunst anwende. Denn obwohl ich einerseits ein total politischer Mensch und auch ein total großer Fan von politischer Kunst bin, stehe ich in letzter Zeit so ein bisschen damit auf Kriegsfuß, weil es mir scheint, dass das ein totaler Trend ist und dass jetzt jeder und jede politische Kunst machen muss, auch wenn sie eigentlich gar nicht wirklich politisch interessiert sind und es so totale Lippenbekenntnisse werden im Moment. Und wenn man dann die KünstlerInnen hinter den Kunstwerken kennenlernt, die dann womöglich das genaue Gegenteil von dem betreiben, was sie da in ihrer Kunst propagieren oder zumindest proklamieren, dann ist das schon sehr, sehr traurig, bis dahingehend, dass man in dem Fall dann wirklich, weil mir eben diese radikale Solidarität fehlt, man sagen könnte, dass das einfach schlechte Kunst ist. Also ich finde, bei guter Kunst muss man auch irgendwie radikal gegen sich selbst sein können. Und muss das dann auch leben können. Und das ist irgendwie das einzige Klischee, wo ich sagen würde, stick to it when making art. Und mehr radikale Solidarität von politischen Künstlerinnen für ihre eigenen Themen, bitte. Dankeschön.